habt es euch ja relativ oft gewünscht. Ich stelle das mal eben weg. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich es euch zeige. Und deswegen machen wir jetzt die Werkstatttour 2019 und die Werkstatttour in meiner neuen Werkstatt. Und ihr steht jetzt gerade in der Tür. Rocco jault da hinten, weil er denkt, die Welt geht unter. Und wir machen jetzt einfach einmal einen Rundgang und ihr werdet dann wohl auch das erste Mal die zwei Viertel sehen, die ihr eigentlich noch nie gesehen habt. Aber wir fangen erstmal hier an. Da kommt Rocco jetzt gerade. Und hier vorne, direkt neben dem Eingang, steht erstmal die Festool-Tischfräse. Und das Video, wie ich sozusagen versucht habe, sie aufzubauen, beziehungsweise was meine Probleme damit waren, verlinke ich euch einmal oben in der Ecke. Die Ecke daneben, ja, die überspringen wir einfach mal, weil da stehen noch so Reste. Man muss natürlich ganz klar sagen, die Werkstatt steht jetzt zwar, aber sie ist bei weitem nicht fertig. Fertig gibt es ja eigentlich eh nicht, aber es steht alles. Und unter der Fräse ist mein alter Staubsauger und noch so ein paar Sachen, die dazugehören. Ja, und das ist erstmal diese Ecke. Und wenn wir dann diese Rumpelecke hier hinten überspringen, dann seht ihr eine Ecke, die ihr natürlich schon längst kennt. Hier ist mein Architekten- bzw. Planschrank meiner Stepcraft CNC, bei der nach wie vor die Fräse noch nicht eingebaut ist, weil ich immer noch auf meinen Computer warte. Oh Mann, ich habe mir doch einen Windows-Computer aufbauen lassen, in Anführungszeichen aufbauen lassen. Das ist wirklich nur ein Arbeitsgerät, jetzt ist nichts Dolles. Aber das hat irgendwie kein WLAN, ich bin sowas nicht mehr gewohnt. Ja, Apple-Geräte haben immer WLAN, alte Computer offensichtlich nicht. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die ganzen Sachen auf den Computer bekomme. Aber das ist eigentlich piep egal. Hier ist eigentlich noch gar nicht viel drin, außer zum Beispiel eine Zillion Bleistifte, weil jeder kennt es eigentlich, dass man den Bleistift sucht. Das wird mir jetzt erstmal nicht mehr passieren. Und hier neben, da sieht man doch noch mal ein bisschen die Rumpelecke, seht ihr etwas, was ihr alle eigentlich aus der alten Werkstatt schon kennt. Das ist mein alter Schraubenschrank. Da sind nach wie vor alle Schrauben dieser Welt drin. Ich habe keine Ahnung, welche Schrauben ich besitze, aber ich habe eine gute Chance, wenn ich nach Schrauben suche, dass ich hier drin das Richtige finde. Und das Ganze ist jetzt rollbar, dadurch steht das nicht doof in der Ecke rum. So, kannst du da mal weggehen? Danke. So, und damit haben wir sozusagen diesen vorderen Quadranten, um das mal richtig toll zu sagen, fast schon abgedeckt. Außer natürlich der Elefant im Raum, wie man so schön sagen könnte, meine neue Flottbohrmaschine. Und wir hatten irgendwann mal eine Umfrage gemacht und ich fühle mich wirklich echt total beschissen. Aber ich hatte gefragt, ob ich meine alte, kleine Standbohrmaschine behalten soll. Und ihr habt alle gesagt, ja. Ich habe sie auch noch, aber ich habe dann dieses Gerät gesehen und mein Kollege, der Pero, hat sie mir angeboten und da konnte ich nicht Nein sagen. Denn guckt sie euch doch mal an, wie groß die ist. Hallo, die wiegt ungefähr dreimal so viel wie ich, ist knappe 2 Meter groß und wenn man sie anmacht, geht die Lampe an. Ja, also da konnte ich jetzt einfach nicht Nein sagen. Seht's mir nach, die alte Bohrmaschine gibt es noch und für die wird es auch einen Einsatzzweck geben, der sich entweder schon ergeben hat, weil ich das Video schon gemacht habe, oder noch ergeben wird, weil ich das Video noch machen werde. Viel Verwirrung und ihr wisst nicht, was es wird. Tut mir leid, abwarten. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, ist hier mein alter Waffenschrank. Der stand früher bei mir in der Wohnung. Da drauf sind Fräsköpfe und Bohrer alle durcheinander. Es ist jetzt keine tolle Aufbewahrung, aber wie sagt man so schön, einen Handwerker erkennt man oder den Reichtum eines Handwerkers erkennt man an seinem Schleifmittellager. Ich glaube, diesen Spruch gibt es nicht und ich glaube auch nicht, dass dieser Spruch Sinn macht. Aber hier ist mein Schleifmittellager und mein Lamellolager. Passt sehr gut hier rein. Nimmst du deinen Kopf weg, dann kann ich hier zumachen. Danke. So, das haben wir hier. Und jetzt gehen wir in den ersten Quadranten, den ihr schon am längsten kennt. Und da kennt ihr auch das meiste eigentlich schon. Hier haben wir nämlich meine neue, alte Kappsägenstation. Und wie die sich ergeben hat, verlinke ich euch auch wieder oben rechts.
Ihr seht es natürlich ganz richtig. Die Ecken, die ich eigentlich reparieren bzw. ausbessern wollte, muss ich immer noch ausbessern, weil ich es immer noch nicht gemacht habe. Also auch da Asche über mein Haupt, aber ich habe einfach im Moment zu viel zu tun. Hier sind natürlich alle meine Sustainer, aber wenn ihr dazu mehr Informationen sehen wollt, findet ihr die natürlich einfach in dem Video, was ich euch oben rechts verlinke. Dann stehen wir aber schon neben dem nächsten Elefanten im Raum. Hier, oh, was habe ich hier? Einen tollen Werktisch, was? Und wenn ich jetzt hier so herumschlawenzel? Wie? Wo? Was? Ein Hubtisch? Ja, ich habe ja bei Ligner TV einige Tischlereien besucht. Während ich jetzt hier so ein bisschen pumpe, habe ich dabei diese Ergo-Tische kennengelernt. Und das ist so ziemlich das Sinnvollste, was sich eigentlich jeder Mensch antun kann, der schwer arbeitet. Weil ich glaube, jeder kennt die Situation, die Werkbank ist zu niedrig, die Werkbank ist zu hoch, man hat eigentlich den ganzen Tag Rückenschmerzen. Das gibt es bei so einem Tisch nicht, denn ich kann, egal welche Arbeit ich mache, den Tisch hoch oder runter fahren. Und noch viel geiler, wenn ich alleine arbeite und schwere Sachen transportieren muss, zum Beispiel auf die Formatkreissäge, lege ich das Ganze hier drauf, fahre den Tisch einfach auf die Höhe der Formatkreissäge und schiebe die Sachen drauf. Ja, ich habe ihn noch nicht so lange, aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie ich ohne ihn leben könnte und sollte. Und ich möchte ihn am liebsten nie wieder hergeben. Aber es ist ja jetzt meiner, insofern brauche ich ihn auch nicht wieder hergeben. Und wenn ich jetzt hier lustig rumspaziere, dann haben wir hier meine alte Werkbank und wir sehen jetzt schon, mit dem Hubtisch habe ich wirklich eine monstermäßig große Arbeitsfläche. Das finde ich extrem geil. Das freut mich auch sehr, weil Platz ist immer viel wert. Aufräumen müsste ich hier aber trotzdem nochmal. Und das liegt daran, dass ich die alte Schublade hier ausgebaut habe. Da wird es also demnächst nochmal ein Projekt geben. Die neuen Auszüge liegen hier schon. Und sind schon voller Holzspäne. Ich glaube, so sollte man das machen. Und was auch auf dem Hubtisch im Moment steht, ist mein Werkzeugkoffer. Und in diesem Werkzeugkoffer, den ich immer mit zur Schule nehme, sind Werkzeuge, die die meisten von euch bei mir wahrscheinlich noch nie gesehen haben, weil es tatsächlich meine richtig guten Werkzeuge sind, die ich früher in der alten Werkstatt relativ wenig benutzt habe, außer bei kommerziellen Projekten. Jetzt habe ich auch mein ganzes altes Werkzeug weggeschmissen und habe eigentlich nur noch das Gute. Insofern, wenn ihr mal sehen wollt, was genau in diesem Schulkoffer ist, dann schreibt das einmal unten in die Kommentare. Dann machen wir ein kleines Video und gucken, was ich jede Woche mit zur Schule schleppe. Was wir auch haben, da müsstet ihr irgendwie hier rumkommen, ist unter der Werkbank. Also erstmal habe ich hier zwei Hundeplätze. Das sind ja die beiden Shop Dogs. Denen geht es da eigentlich ganz gut, die putzen sich gerade. Unter der Werkbank haben wir ein bisschen Leim, Fensterreiniger zum Schleifen der Eisen, noch eine Kiste mit Resten und wir haben hier ja meinen neuen Stromlieferanten. Den habt ihr, glaube ich, im letzten Video auch schon gesehen, wo wir das Zwingregal gebaut haben. Hier drunter steht jetzt mein großer Staubsauger, mein Schleifgerät und alles kann ich einfach hier anschließen, ohne dass ich auf dem Boden nervige Stromleitung habe. Und jetzt gehen wir weiter in die zwei Quadranten, die ihr noch nicht kennt. Und schnallt euch an. Es wird heiß, denn was ihr hinter mir schon gesehen habt, ist etwas, was ihr noch nie bei mir gesehen habt. Eine riesengroße Bandsäge. Und diese große Bandsäge ist die Panhans BSB 500 und ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, außer alter Schwede, das Ding ist total geil. Ich meine, ich habe sie mir selber ausgesucht, aber ja, meine Begeisterung ist kaum in Worte zu fassen. Der Grund ist ja ganz einfach, ihr wisst eigentlich, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dass ich die Bandsäge an sich als Werkzeug absolut schätze und übrigens ist meine kleine Bandsäge auch hier, die versteckt sich hinter der großen. Denn die werde ich zum Kreiseschneiden wahrscheinlich ab und zu immer noch mal benutzen. Denn mit diesem Sägeblatt hier, was aktuell auf der BSB 500 ist, werde ich voraussichtlich keine kleinen Kreise schneiden können. Diese Bandsäge ist wirklich dazu da,
große Bohlen aufzutrennen, Schnitte zu machen, die auf der Formatkreissäge, ich sag mal, etwas unruhig sind, kann man mit so einer Bandsäge sehr, sehr gut machen. Und deswegen steht sie auch so komisch im Raum. Ich habe hier die volle Länge von fast 8 Metern, die ich da theoretisch durchschieben könnte. Also ich könnte 4 Meter problemlos da durchwürgen. Mache ich nicht. Aber man kann natürlich tolle Sachen machen. Also man kann Holz in der Mitte auftrennen, um den schönen Bookmatch-Effekt zu haben. Und was man nicht alles machen kann. Insofern super. Total geil. Dann haben wir, wie gesagt, meine alte kleine Bandsäge. Die bleibt auch erstmal hier. Über mir haben wir ein relativ unästhetisches Lager für meine Stühle. Die mussten aber einfach jetzt während der Renovierungsarbeiten schon mal aus dem Weg. Da müssen wir definitiv noch mal ein schöneres Regalbrett bauen, kaufen oder wie auch immer. Denn das sieht echt scheiße aus. Genauso wie hier, da steht mein kleiner Flüsterkompressor. Den habt ihr früher auch noch nie gesehen. Ihr habt ihn nur im Einsatz gesehen, in dem Druckluft irgendwo herkam. Die kam bei mir früher aus dem Keller. Einen Keller habe ich nicht mehr. Jetzt ist also die Frage, wo kommt der Kompressor hin, ohne dass er mir tierisch auf den Geist geht. Im Moment steht er da und ist nicht angeschlossen. Und Kompressor ist die perfekte Überleitung zu meinem Kantenschleifer, denn der Renen-Kantenschleifer braucht zur Bandspannung Druckluft. Also muss ich mir relativ zeitnah überlegen, wo ich den Kompressor hinstelle. Denn ohne, beziehungsweise wenn er da jetzt steht und ich den Kantenschleifer benutze, dann ist das ein bisschen doof, weil es steht halt einfach so im Raum. Der Kantenschleifer ist aber nach wie vor natürlich hier, hat jetzt einen wesentlich präsenteren Platz als in der alten Werkstatt, weil es wirklich, habe ich ja beim letzten Video schon gesagt, was ich euch hier oben irgendwo verlinke, ein Kantenschleifer macht einem das Leben einfach extrem viel leichter. Und insofern steht er jetzt mitten in der Werkstatt, damit ich ihn jeden Tag benutzen kann. Hinter meinem Kantenschleifer steht meine alte Absaugung. Und jede Menge Absaugteile, von denen wir später noch mehr sehen. Denn meine Absauganlage und mein Rohrsystem ist zwar in diesem Raum, aber noch nicht installiert. Insofern, das muss ich noch machen. Da muss ich aber auch mal schauen, ob diese alte Absaugung das überhaupt packt. Müssen wir sehen, wir müssen es ausprobieren. Ich bin kein Hellseher. Im Moment steht die Absaugung noch da. Wenn es eine neue Absaugung geben müsste, würde die auch dastehen. Denn von da kann man den Schlauch direkt zum Bandschleifer, zum Kantenschleifer, direkt zur Bandsäge oder, wenn wir gleich weitergehen, zu den anderen Maschinen legen. Aber vorher stehen wir an meinem Zwingregal. Das habe ich vor ein paar Wochen, je nachdem wann dieses Video rauskommt, gebaut. Das Video verlinke ich euch auch oben rechts. Da hatte ich ja im Video gesagt, aber viele von euch haben das offensichtlich nicht so ganz verstanden, und gesagt, das sei ja sehr umständlich. Also so umständlich finde ich das jetzt nicht. Und der Riesenvorteil ist, das hatte ich in dem Video erwähnt, mir ist so eine Zwinge mal auf die Hüfte gefallen, aus dieser Höhe. Das kann hier nicht mehr passieren, egal wie doof man sich anstellt. Insofern, coole Sache. Und wenn wir dann weitergehen, haben wir hier meine Führungsschiene Nummer 1. Dann den alten Werkstattschrank, den wir logischerweise nicht öffnen, weil es da drin aussieht. Wir öffnen ihn doch einfach nur um. Also, es sieht fast in Ordnung aus, weil ich, glaube ich, alles nach links geschoben habe. Also machen wir ihn einfach wieder zu. Aber immerhin hängt er jetzt. Das heißt, er hat eine wirklich schöne Höhe. Man kann da gut rankommen. Man muss ihn halt jetzt noch mal ein bisschen ausbauen, weil viele der alten Werkzeuge gibt es, wie gesagt, nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch die anderen, neueren Werkzeuge, oder die sind ja auch teilweise Vintage-Werkzeuge, aber die brauchen halt einen neuen Platz. Lange Rede, kurzer Sinn. Daneben hängt die kleine Führungsschiene, daneben hängt die Hülle für die Führungsschienen, wenn ich mal auf Montage muss, was ja zum Glück sehr selten ist. Und dann haben wir hier einen Abrichtdickenhobel. Aber das ist nicht die Hammermaschine. Nee. Und warum? Tja, das erzähle ich euch in einem anderen Video. Denn da gibt es ja noch was anderes zu zeigen. Das machen wir aber gleich. Also dazu, warum gibt es diese Maschine, warum gibt es die riesige Bandsäge und warum hat sich hier so viel verändert? Dazu gibt es ein separates Video. Bitte wartet ab, denn das kann man jetzt nicht mal eben so heraushauen. Ein Riesenvorteil kann man aber schon mal sagen. Die neue Abrichtdickenhobelkombination hat 10 cm mehr Durchlassbreite.
Das finde ich super, gerade auch in Bezug auf mein Meisterstück. Dann haben wir hier die eben schon angesprochenen Absaugrohre liegen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach gleich mal weiter und sehen, hinter mir ist ein riesiges, schönes, ich glaube, es ist 3 mal 3 Meter groß, das Tor. Das heißt, dieser fürchterliche, enge Gang, den wir früher in der alten Werkstatt haben, ich verlinke euch mal das allererste Video, meine Werkstatttour. Da seht ihr, wie ätzend der Gang ist, aber ihr seht die Türen nicht. Also es war schlimm, es war sehr, sehr schlimm. Jetzt mache ich das Tor auf und kann theoretisch mit dem LKW hier reinfahren. Das ist richtig geil. Das macht viel, viel Stress von früher sozusagen wieder gut, weil jetzt ist es super entspannt, Sachen hier reinzubringen. Und jetzt, habe ich tausendmal gesagt, kommt das, was der eine oder andere bei Instagram schon gesehen hat und wo mir selber jeden Tag die Kinnlade runterfällt, meine neue Formatkreissäge. Ich habe jetzt eine Panhand 680 100, die ist, ich glaube, stand jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig auf dem Markt. Sie steht aber hier und alter Schwede, ist das Ding ein Monster. Auch da kommen wir nochmal bei dem Video zu, warum neue Maschinen. Wir können aber jetzt schon mal sagen, sie steht hier. Es ist einiges anders. Es ist also die Winkeleinstellung und auch die Höheneinstellung ist in diesem Fall komplett elektronisch. Die Säge ist, wie ihr ganz unschwer erkennen könnt, deutlich größer als meine alte Feldersäge. Und das kann ich jetzt schon mal sagen, denn diese Nachricht habe ich, glaube ich, so oft bekommen wie keine andere. Warum benutzt du keine Überkopfabsaugung? Und der Grund ist, das kann man einfach sagen, bei der alten Maschine, das habe ich auch jedem, glaube ich, der mir diese Frage gestellt hat, und es waren sehr, sehr viele, es ist, glaube ich, eine der meistgeschriebenen Mails, die ich bekommen habe. Die Antwort ist ganz einfach. Die Absaugung war früher auf dem Spaltkeil montiert und das bringt schon relativ viele Schwierigkeiten mit sich, aber spätestens bei Winkelschnitten, die ich ungefähr genauso oft mache wie gerade Schnitte, war sie einfach nicht einsatzbereit. Und in diesem Fall ist es so, dass der neue Absaugstutzen, so wie das auch bei, ich sag mal, Altendorf und sonst wie ist, also das ist bei den größeren Modellen einfach so, ist separat. Und so ist das auch bei Panhans. Und ich habe extra noch eine breitere Glocke, sage ich mal. Das heißt, auch bei jedem Winkelschnitt, den ich mache, kann ich die Überkopfabsaugung anlassen, ohne dass sie mir im Weg ist. Und das freut mich. Und ich denke, das freut auch alle, die diese Nachricht geschrieben haben. Ja. Und jetzt habt ihr meine ganze Werkstatt gesehen. Das ging gefühlt ganz schön schnell. Wir sind natürlich, wie ich gesagt habe, noch lange, lange, lange nicht fertig mit dem Einrichten, mit dem Ausbau hier. Aber die Grundmauern stehen und das ist auch gut so, denn sehr bald fängt das Meisterstück bauen an. Und das ist auch eine Frage, warum sind die Wände nicht richtig gestrichen? Warum sind manche Sachen so, wie sie sind? Und das muss ich einfach ganz klar sagen. Die Werkstatt hat jetzt diesen Stand, weil ich echt reinhauen musste. Ich musste diese Werkstatt in knapp 2 Monaten so aufbauen, wie sie jetzt ist. Ich meine, ihr kennt vielleicht die Aufnahmen, als ich das erste Mal hier war. Da war das eine offene Doppelgarage für LKWs. Und ich muss alles so schnell fertig kriegen, weil ich mein Meisterstück hier bauen muss. Und da gibt es keinen Aufschub nach hinten. Da kann ich auch nicht mit Zwischenlösungen arbeiten, weil da ist wirklich Präzision und Perfektion gefragt. Und das ist der Grund, warum die Wände so aussehen, wie sie aussehen. Und ich muss aber sagen, ich bin sehr glücklich hier. Ich freue mich. Mit den neuen Maschinen passt alles ganz gut. Und ich würde sagen, das war die Werkstatttour. Das nächste Video, was direkt hier nachkommt, das kommt am Sonntag nach diesem Video, wird dann das Erklärvideo sein, warum es neue Maschinen gibt. Und ich denke, da werden sich all eure Fragen, die sich jetzt vielleicht in Bezug auf die neuen Maschinen ergeben, auf jeden Fall klären. Und bis dahin würde ich sagen, es hat mich sehr gefreut, euch meine neue Werkstatt zu zeigen, denn ich bin super glücklich hier. Und deswegen bleibe ich jetzt auch hier. Tschüss!